Moin Moin, willkommen zu einer weiteren Folge The Bus. Wir sind immer noch auf der Linie 123 und haben einen alten Wunsch jetzt reingekriegt. Ja, wir sind ja jetzt. Wir sind ja jetzt immer noch bei diesen ganzen Zeilen und so. Also Stationen mit Zeile. Und dann einmal angehalten. Da es in der letzten Folge so ein bisschen geregnet hat, sind jetzt natürlich noch die Straßen nass. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, das nochmal so kurz zur Aufklärung. Ist aber jetzt immer noch ein gutes Stück Strecke. Also ich glaube, wir sind längst noch nicht da. Wir sind zwar jetzt schon wesentlich vorangekommen, aber es ist immer noch nicht. Also ich glaube, die Hälfte haben wir immer noch nicht erreicht. Genau. So, und jetzt kommen wir schon in den Autobahnbereich. Finde ich ja wirklich sehr, sehr cool, dass das drin ist. Richtung Wilmersdorf müssen wir rauffahren. Okay, jetzt habe ich das Schild übersehen. Wie gut, dass es noch nicht irgendwie Minuspunkte für Schaden und so gibt. Sonst würde ich hier wahrscheinlich immer abräumen mit den Punkten. Keiner da, der einsteigen will? Okay. Dann Tür zu und dann geht's los. Die nächste muss ich auch, glaube ich, schwer runter. Auch wenn es nur kurze Freude ist, ist es cool, dass es drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Jakob-Kaiser-Platz. Ich glaube, hier war auch irgendwie mal was gewesen. Also ich glaube, hier war ich auch schon mal gewesen, meine ich damit. Sag mir zumindest was. Tür wieder zu, das hinten wieder zu und dann geht's wieder weiter. Hier auch wieder schön Baustelle. Berlin ist immer in Baustelle. So, jetzt kommt hier gleich dieser Kreisverkehr. Der übrigens nichts mit der Siegessäule oder sowas zu tun hat, das ist ganz woanders. Ich kann euch das gerne mal zeigen, weil wir sind ja auch mal an so einem Kreisverkehr Siegessäule vorbeigekommen. Das müsste das hier vorne gewesen sein, genau. Hier müsste Siegessäule sein. Und wir sind jetzt aber hier oben, also ein ganz anderes Eckchen. Finde ich wirklich richtig, richtig krass, wie groß die Karte eigentlich jetzt geworden ist. Ja, mir gefällt das. Das bietet sicherlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten für noch mehr Linien etc. Das könnte also richtig, richtig groß noch werden hier. Und alles 1 zu 1. Das muss man sich auch mal vorstellen. Alles wirklich 1 zu 1. Jedes Gebäude hier wirklich von Hand platziert etc. Nicht irgendwie gestreamt oder sowas, wie man das aus dem Microsoft Flight Simulator kennt, sondern wirklich hier ist alles vom Entwickler selbst modelliert. Das ist natürlich nicht nur wahnsinnig viel Aufwand, sondern es ist natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, die da investiert werden muss dafür. Und dass dann der Early Access so lange geht, ist, denke ich, hier verständlich. Jetzt geht es wieder rauf auf die Autobahn. Zumindest sieht das so aus. Naja, so ein ganz kleines Stückchen nochmal. Ein paar Auffahrten. Jetzt fahre ich hier kurz über Rot. Das Schöne ist natürlich, ihr könnt jederzeit aussteigen und euch hier nochmal die Gegenden zu Fuß anschauen. Das ist natürlich alles wie gehabt möglich. Moin. Moin. Hi. 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 So, Tür zu. Und dann wieder weiter.
auch jetzt hier so diese relativ enge Straße, weil ja hier doch die geparkten Autos noch sind, auch das hat irgendwie was sehr Cooles. Alle drin? Perfekt. Ich glaube, ich habe das Fahrgastaufkommen relativ hoch eingestellt. Und für die nächste Station wieder ein Haltewunsch. Würmerzeile? Okay. So, und einmal wieder angehalten. Überall natürlich diese klassischen Berliner Mülleimer. Ich glaube, hier war Haltewunsch gewesen. Ich mache also auch mal hinten auf, genau. Keiner ein Ticket. Die schweben gerade alle so rein in den Bus. Auch ganz witzig. Aber wie gesagt, auch für diese Folge gilt natürlich, wir sind immer noch in der Early Access Version. Hier kann sich noch viel ändern. Es ist ganz einfach nur eine Alpha. Ich sage das jede Folge deshalb, damit es einfach nicht heißt, oh, das sieht aber komisch aus. Es ist halt einfach nicht die Release-Version. Hätte ich jetzt hier irgendwie reingemusst? Nee, nicht. Jetzt hier muss ich rein. Okay. Dann gilt auch wie immer, wenn ihr diese Gegend hier kennt, schreibt mir es gerne ab in die Kommentare. Hallo. Und jetzt haben wir hier auch diesen Schlitz, den ich vorhin meinte. Well, kann in der ich letzten das mit Folge Karte meinte. Zahlen? Ja, mit Karte können Sie das zahlen, logisch. Und ein neuer Bus ist ja auch noch in Planung. Der VDL Citea. Auf den bin ich auch ganz gespannt. Ich denke, der ist dann eher für diese Linie hier gedacht. Gut, der Doppeldecker sicherlich auch, aber mit dem VDL macht es sicherlich dann auch noch mal viel Spaß. Wobei der ja wieder als Elektrobus kommen soll. Kolonie Zukunft. Ups. Das war, glaube ich, ich. Keiner da rein möchte? Okay. Gut, passt. Jetzt sollte ich mal ein Stückchen weiter hier drüben, genau so. Es hat so ein bisschen was, als wäre man jetzt hier im ländlicheren Gebiet. Okay, dann einmal wieder die Tür geöffnet. Kommt da jetzt einer und möchte rein oder nicht? Keiner. Na gut. Die haben wahrscheinlich gesehen, ich bin Busfahrer. Und haben sich gedacht, nee, ich warte auf den nächsten Bus. Kommt nur keiner, ist derzeit noch nicht drin in der Bus. Es gibt keine nachfolgenden und andere Busse. Man ist derzeit noch der einzige Bus. Aber auch da, wie gesagt, Early Access. Das Paket hier mit den Ansagen ist natürlich das Original-Ansagen-Paket. Denn seitens des Entwicklers gibt es ja keine Original-Ansagen. Wobei ich glaube, diese Ansagen sind jetzt hier sogar noch veraltet, ne? Also es gibt ja da schon neuere. Tür wieder zu, das wieder zu und dann passt das. Und wir sind total zu früh.
Das ist jetzt zum Beispiel eine relativ breite Straße, würde ich sagen. Stiefring, na dann. Das ist halt wirklich so ein bisschen so diese ländlichere Gegend. Es kommt einem wirklich so vor. Witzig. Das ist so das, wenn es in Fernsehserien heißt, am Rande von Berlin. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Dann meinen die wahrscheinlich genau sowas. Und dann da vorne kommt jetzt gleich wieder... Ja genau, hier oben ist ja der Tegel. Das heißt also, wir müssten jetzt ja gleich wieder... Buchholzweg. Genau, dafür kommt der Buchholzweg raus. Dann weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Super schön. Moin, ein Fahrschein bitte. Na genau, kann ich das mit Karte zahlen? Yep, können Sie. So. Das sah sehr komisch aus, aber okay. Ist in Ordnung. Rechts scheinen irgendwie so wie Gewächshäuser zu sein. Friedrich-Wolpenstamm, Saatwinkler-Damm. Schon wieder Saatwinkler-Damm. Wie in der letzten Folge auch. Sind wir im Kreis gefahren? Und ich überfahre jetzt auch mal die Station. Wir haben zwar Haltewunsch, aber dass wir mal so ein bisschen vorankommen. Und da gab es gerade einen ganz kurzen Leck. Genau, Buchholzweg, das kennen wir ja aus der Linie TXL. Aber das ist auch nur ein kurzes Stück, was man jetzt hier kennt. Also ich glaube, das geht jetzt nicht wirklich weit, das Ganze, bis man es dann wieder nicht mehr kennt. Ich muss gerade mal ganz kurz schauen. Also man fährt ja jetzt hier vom Buchholzweg aus. Ja, das ist im Grunde alles, was man schwer nicht mehr kennt. Weil TXL, also gut... Ja, Beuselstraße, da hält, glaube ich, die TXL dann nochmal. Da hält sie nicht. Und dann Turmstraße hält sie ja nochmal. Und dann fährt man hier so lang. Und dann normalerweise TXL würde, glaube ich, hier fahren. Und dann fährt die hier so lang. Kann das sein? Ja, ich glaube. Und wir bleiben aber hier auf der Straße. Ja. So, der Plan. Moin. Hi. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Linie sagt. Aus meiner Sicht, ich mag ja ganz gerne diese längeren Linien, wo man wirklich viel zu schauen hat. Das ist immer so mein Ding. So, ich überhole den jetzt am besten gleich mal. Linienbus der Innenstadt ist auch überholt. Für alle Realismusfreunde jetzt weggucken. So. Und die Realismus-Fans können jetzt wieder... Ab hier können die wieder zuschauen. Moin. 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 Ach, Blödsinn. Was drücke ich denn wieder auf, wenn ich die gerade zugemacht habe per Taste? Jetzt habe ich der rote wiederholt, ne? Ah, toll, da war er wieder. Der wird jetzt auch gesagt haben, das hat es natürlich gebracht, mich zu überholen, sondern an der Haltestelle stehen. Hm, genau. Seestraße, Beuselstraße. Jetzt kommt hier vorne wieder der Aldi. Nur seid doch.
Okay, alle drin, das heißt, wir können wieder die Tür zu. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Huch, das ging schnell. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, um nichts zu verpassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.